Willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Experte für leichtes und schnelles Lernen, spezialisiert auf IHK-Abschlüsse und bin dabei, den technischen Betriebswirt zu erklären. Hier finden Sie meine Internetseite www.spaßlerndenk.de. Gucken wir mal kurz. Hier finden Sie das Dr. Ebert-Kolleg, Deutschlands Schnelllernspezialist, und hier finden Sie auch den technischen Betriebswirt in 28 Tagen. Soweit ich sehen kann, ist das die schnellste Form, um auf diesen Abschluss vorbereitet zu sein. Und ich bin gerade dabei, hier in dieser Mindmap die Struktur aufzubereiten. Wir haben im Prinzip drei Gebiete: wirtschaftliches Handeln mit verschiedenen Unterpunkten, die wir uns gleich genauer anschauen, Management und Führung, das sind also die beiden Teile der schriftlichen Prüfung, und als dritten Teil die Projektarbeit mit dem Fachgespräch. Und wir beginnen jetzt mal hier bei allgemeine VWL, BWL, schauen uns an, was sich dahinter verbirgt. Und das erste laut Rahmenstoffplan sind die Wirtschaftssysteme. Sie wissen, Volkswirtschaftslehre ist die Vogelperspektive. Man schaut sich eine Wirtschaft von oben an. Dann geht es um die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Da greife ich direkt mal den zentralen Begriff heraus, das BIP, das Bruttoinlandsprodukt als Messgröße für Wirtschaftswachstum. Dann geht es um Märkte und Preise. Was machen Preise? Wie entwickeln sie sich in den verschiedenen Marktstrukturen und Marktformen? Was sind Preiselastizitäten? Das heißt, wie reagiert der Markt auf Preiserhöhungen und Preissenkungen? Dann geht es um die Wirtschaftspolitik. Das ist die Frage, wie kann ich das Bruttoinlandsprodukt steigern? Wie kann ich Konjunktur machen, Wirtschaftswachstum hervorrufen? Dann geht es um die Europäische Union, ein Wirtschaftsraum von rund 500 Millionen Menschen, der für uns als Exportnation natürlich extrem wichtig ist. Und dann geht es noch um Standort und Rechtsform. Welche Rechtsform wähle ich für ein Unternehmen? Sie sehen, hier sind wir dann schon ein bisschen im betriebswirtschaftlichen Bereich, Standort und Rechtsform, denn die betriebswirtschaftliche Perspektive ist die Frosch-Perspektive. Das heißt, man schaut sich das jetzt hier von unten an. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt im Rahmenplan, auf den dann später eingegangen werden wird. Das werde ich jetzt hier nicht aufführen, ich will es nur kurz nennen. Das heißt, berücksichtigen sozioökonomische Aspekte der Unternehmensführung. Da geht es um Zielbildung und ähnliche Themen. Das werden wir uns hier zum Beispiel anschauen bei Organisation und Unternehmensführung. Da passt es nämlich ein bisschen besser rein. Ja, das wäre es zunächst so allgemeine VWL, BWL. Und im nächsten Video schauen wir, wie es weitergeht. Vielen Dank. Mein Name ist Marius Ebert.